Klassenerhalt nun ganz, ganz nah. Das ist es, nein! Und Tor! Und abgefälscht war der Schuss dadurch unerreichbar für Tom Forde. Wir haben in Bochum den ersten Einsatz gehabt. Und da waren wir schon abgestiegen zu dem Zeitpunkt aus der Liga. Die Mannschaft hatte sich schon relativ aufgegeben, also im Grunde genommen. Und das war nicht so viel Gegenwehr. Und der Gegner hatte das leicht, Tore zu schießen. Und wenn der Gegner das nicht geschafft hat, dann habe ich ein bisschen mitgeholfen. 89. Minute, das 0-6 nach einer Ecke, glaube ich. Oder war das eine Eckstoß? Auf jeden Fall war das nachher das einzige Tor, was sie noch im Sportstudio gezeigt haben, glaube ich. Und Eigentor von Pfennig, das 6-0. War dann irgendwann weg und in meine eigene Praxis in Neumünster, Physiotherapiepraxis. Und dann kriegte ich, irgendwann klopfte ein junger Mann an die Tür, ein Soldat. Er wollte eigentlich zum Orthopäden, der war eine Etage tiefer. Und er guckt mich an und sagt, ich kann mich gut erinnern an das 6. Tor. Ja, ich komme aus Bochum. Ich sag, hau ab hier, schnell. Das war die Härte, das war echt die Härte. Da kommt irgendein Soldat, der da irgendwo stationiert ist bei uns in Schleswig-Holstein, kommt an die Tür bei dir und kann sich, was etliche Jahre her war, ne, an das 06 erinnern. Also meine Karriere, die fing an mit dem Eigentor und endet mit dem Eigentor.